Was gibt's Neues von der Helikopterfront? Also die neuen Heckrotorblätter sind drauf. Gekauft bei Modellhubschrauber.at. Das sind Helitech, der Blattschmied Scale Rotorblätter. Die sind, wie gesagt, statt 95 habe ich die 105er länger genommen. Und das habe ich heute mal getestet. Also es ist wie immer mit Spektrum ein Schritt vorwärts, drei Schritte zurück. Also das bringt wirklich was, diese Heckrotorblätter von Helitech, der Blattschmied. Das ist jetzt stabil, ne? Also man merkt es, ich habe auch keine Strömungsabrisse mehr. Also man merkt es, wenn man den Heckrotor, ich habe das gemerkt bei den anderen Blättern, wenn man dann Vollausschlag macht teilweise, also gerade hier in die Richtung, wo das Heck noch da wandern soll, damit der Pushrotor die Luft nach hier drückt. Also das ist ein Pushrotor, das ist ein Pullrotor. Und das scheint zu funktionieren. Also ich habe keine Strömungsabrisse mehr, das funktioniert. Solche Blattausschläge kann ich gar nicht mehr machen, weil mir wird es das Heck gleich rumreißen. Also das geht gar nicht mehr. Also ich habe jetzt gerade mal solche Blattausschläge. Also ein Vollblattausschlag geht gar nicht mehr. Also mit den anderen Blättern konnte ich das machen und da hatte ich Strömungsabrisse. Also jemand, der sich damit auskennt und ein gutes Gehör hat, der hört, man hört das auch. Ne? Das macht dann bloß noch. Also es ist wie so ein Windrad, das versucht irgendwie noch ein bisschen Wind zu blasen, aber das Heck wandert dann schon gar nicht mehr nach links. Ne? Das ist einfach nur noch ein Gebläse mit lauter Strömungsabrissen an der Kante hier und das bringt dann gar nichts mehr. Ne? Also das ist mit den Blättern von Helitech, der Blattschmied, ist es nicht so. Die sind wirklich, die Blätter sind wirklich gut, kann man echt empfehlen. Also das hat zumindest gebracht, dass ich jetzt solche Vollausschläge, geht gar nicht mehr. Also das, solche Blattausschläge kann ich gar nicht mehr machen, weil mir würde sofort das Heck rumreißen. Ich bin jetzt irgendwo so hier, ne? Also das sind so Blattausschläge, die sind okay, ne? Also damit kann man auch das Heck justieren, aber solche Blattausschläge brauche ich gar nicht mehr. Also das ist schon mal wirklich, also ich habe da bloß so ein, aus Sicherheitsgründen hier so ein Servogestänge Rohr hier dran drüber gestülpt mit ein bisschen NATO-Tape, damit es im Falle des Falles, damit der Heckrotor, falls der Heckrotor, wenn der Helikopter mal so macht, ne, dass man sich nicht gleich die Heckrotor, die neuen Heckrotorblätter zerdetscht. Das ist jetzt aber nur für Flight-Tests, also wenn der da mal stabil fliegt. Aber was ich heute festgestellt habe, also das Problem scheint gelöst zu sein, also das ist stabil. Ich habe es nicht testen können, weil der Vogel, der ist nicht geflogen heute, also ich bringe den nicht zum Abheben in Stability Off, weil dadurch, dass ich jetzt hinten neue Heckrotorblätter habe, also ich habe die Einstellung so gelassen, wie sie sind, aber aus mir unerfindlichen Gründen, also den Heckrotor würde ich jetzt, das Heck würde ich jetzt in den Griff bekommen, in Stabilität, aber der Hauptrotor, irgendwie stimmen die Werte jetzt vorne nicht. Ich kann es euch nicht erklären, aber das ist, scheint so ein
das Gleichgewicht, das scheint jetzt unstimmig zu sein zwischen den beiden, die PID-Einstellungen. Also irgendwie ist das Verhältnis jetzt nicht mehr harmonisch zu dem Hauptrotor und dem Heckrotor mit den PID-Einstellungen, die ich vorher hatte. Also ich habe es heute nicht geschafft, den Vogel abheben zu lassen. Also hätte es auch keinen Sinn gemacht, weil der wäre sofort zu Bruch gegangen wahrscheinlich, ne? Also kaum einen halben Meter in der Luft und dann, also es war heute so eine Geschichte hier, ne? Heck erstmal hinten den Hauptrotor erstmal wieder hinten im Boden versenken und dann linke Kufe, rechte Kufe, also sowas von dann mal 3 Sekunden lang ruhig, denkt man sich, ja gut, jetzt könntest du abheben, nee, in der 4. Sekunde kam gleich wieder sowas hier, also es ist, PID-Einstellungen waren 65, 85, 7, dann habe ich 75, 85, 7 probiert, dann habe ich 85, 85, 7 probiert, dann habe ich mal die gleichen Einstellungen genommen wie auf dem Heckrotor, 85, 125, 7, erstaunlicherweise, also wenn man die PID-Einstellungen, wenn die identisch sind, aus Beobachtungs-Adlerauge analytischen Beobachtungen sind die Vibrationen, sind alle raus, ne? Also das ist, hab das nun mal getestet, versuchsweise 85, 125 Roll-Pritsch und 85, 125, 7 für Tail. Da vibriert noch nicht mal mehr die Finnen oben. Also, aber es ist, fliegt nicht. Also, das ist der Hauptrotor, der spielt nicht mit. Also, der Vogel macht die ganze Zeit irgendwie solche komischen Geschichten. Auch mit dem Hover-Algorithmus, der da ja angeblich den Vogel stabil halten soll. Gut, habe ich mir gesagt, dann sind wahrscheinlich die P-Werte sind zu hoch. Also wenn der anfängt, zufällig, willkürlich irgendwo, sich irgendwo schief zu stellen, schon auf den Kufen, ne? Also wenn das so ein, oh, man ist dann nur mit dem rechten Steuerknüppel beschäftigt, hier irgendwie, oh, ständig, macht überhaupt keinen Spaß, ne? Und dann denkt man sich, ja gut, der Hover, der bringt mir jetzt auch nichts, der Hover-Algorithmus, das bringt nichts, muss es ja an den PID-Einstellungen sein, dass es nicht funktioniert. Also ich habe dann insbesondere die P-Werte runtergeschraubt, war zum Schluss auf 50, 50, 85, 7, 50, 75, 7, nee, beziehungsweise 55, 85, 7 und zum Schluss nochmal 50, 50, 7 getestet. Also schon etwas ruhiger, aber immer noch. Etwas ruhiger, aber er macht immer noch. Also er müsste eigentlich ganz stabil einfach nur senkrecht erstmal ganz stabil ohne irgendwelche Faxen machen am Boden und Heck hinten reindrücken. Also es ist dann wirklich blöd, wenn man dann so schon starten muss, irgendwie, damit man sieht, oh, jetzt hör doch mal auf, hinten das Heck wieder zu versenken. Wie gesagt, ich habe dann PID-Werte 50, 50, 7 für Roll, 50, 50, 7 für Pitch nochmal durchprobiert. Aber selbst dann ist es noch zu unruhig. Also ich schaff's nicht, den Vogel mit Stability Off. Ich habe es dann versuchsweise mal versucht mit Stability On.
aber es macht, hat auch nicht funktioniert. Also irgendwie in diesem Stability-On-Modus bin ich sowieso so was von skeptisch geworden, weil den Stability-On, den kann ich einschalten, wenn ich den Vogel, wenn der ganz genau eingestellt ist, fein justiert ist, fein getuned ist, etliche Testflights hinter sich hatte, wo man sagt, ja, der Vogel ist jetzt wirklich, oh, ich kann jetzt da so richtig schöne Scale-Runden drehen, jetzt fliegt er gut, dann kann ich auch Stability On schalten, aber vorher mit Stability On, glaube ich, da rumzumogeln, bringt nichts, zumal ich sage mir ja, Mensch, in dem Flight Controller von Spectrum ist ja ein Hover-Algorithmus eingebaut, der ist ja dafür da, damit der Helikopter möglichst keine Faxen macht in Bodennähe und beim Starten und beim Landen. Ansonsten wüsste ich ja nicht, warum Software-Ingenieure, Flight-Controller-Ingenieure das da eingebaut haben. Also das Einzige, was mir morgen übrig bleibt, ist mit den PID-Werten am Hauptrotor noch rum weiter rumzuschrauben. Also die wird noch vielleicht mal runterdrücken, 35 mal probieren, vielleicht, also das hat, scheint was jetzt mit den neuen Heckrotorblättern zu tun, dass dieses, das ist jetzt ein anderes, ist wie ein anderer Helikopter jetzt, also der Flight Controller reagiert wohl auch ganz anders jetzt, das hat schon auch mit dem Blatt, den anderen Blättern hinten zu tun, dass der gesamte Helikopter jetzt ganz anders reagiert als vorher. Das ist eigentlich das Traurige an der Geschichte, dass ich jetzt Gefühl habe, ja Mensch, der Heckrotor, der kommt jetzt dagegen an, also selbst wenn der viel Thrust dagegen bläst, ne, wenn die Blätter hier schön jedes Mal am Heckrotor vorbeilaufen und dann neue Pusteluft dagegen strömt, also das der Heckrotor mit den Scale-Rotorblättern von Helitech, der Blattschmied, kommt dagegen an, also diese 1 cm Länge mehr, das bringt unheimlich viel, man muss ja auch immer den Flächenzuwachs beachten, ne? Also wenn ich jetzt einen Heckrotorblätter habe, die 1 cm länger sind, auf eine Kreisfläche gesehen, ist es unheimlich viel Quadratzentimeter Fläche, die dazugekommen ist, plus noch symmetrische Blätter, dass ich jetzt hier noch an der Kante noch an Fläche dazugewonnen habe, also das ist ja der Beweis, also solche Ausschläge kann ich gar nicht mehr machen, geht gar nicht mehr im Boden, also Strömungsabrisse habe ich nicht. Die Ausschläge kann ich nicht mehr machen. Da wird es mir gleich das Heck viel zu sehr rumreißen. Also ich bewege mich jetzt mit solchen Ausschlägen hier am Boden. Das ist ja schon mal der Beweis, also dass die Heckrotorblätter, das war die richtige Entscheidung. Symmetrische Blätter, Scale-Rotorblätter mit einem kleinen leichten S-Schlag, das hat wirklich geholfen. Das war die Lösung. Und jetzt ist es aber neues, unharmonisches. Stimmt noch nicht. Also ich fange jetzt wieder ich fange wieder von vorne an im Endeffekt. Also ich habe die Blätter hier auf 10 Grad Roll, 10 Grad Pitch, 10 Grad Collective eingestellt. Jemand sagte mir, für Scale-Modell soll man das auf 12, 13 einstellen. So viel Grad kann ich da gar nicht einstellen, sonst verkantet sich die Taumelscheibe da gegen die Hauptrotorwelle. Also ich habe jetzt auch vom Feeling her, also es reicht. Collective
10 Grad. Denke ich, müsste ich jetzt hinkommen, also da nochmal in AFR Adjustable Function Rate rumspielen. Ich werde es nachher nochmal nachprüfen. Vielleicht stelle ich es mal auf 10,5 Grad statt 10 Grad. Aber es ist, der Hauptrotor ist so unruhig. Ich kann nicht abheben mit Stability Off und dem Hover-Algorithmus. Der, wie gesagt, der Helikopter, der macht die ganze Zeit. Also bei 50, bei 55, 85 ist er ruhiger, aber er macht immer, aber er ist immer noch. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, er driftet ein bisschen. Das heißt, also den I-Wert hätte ich dann noch raufsetzen müssen. Also habe ich den dann mal auf 95 raufgesetzt. Den P-Wert dann runtergesetzt. Tail war auf, hatte ich vorher 95, 125, 7. Ich habe es runtergesetzt auf 85, 125, 7. Das sind eigentlich hier die Standardwerte, die mir angezeigt werden in Forward Programming. Also wenn ich hier die Reset-Taste drücke. Ich wollte jetzt nur noch mal morgen hier die Bilderbucheinstellungen durchtesten. Dass ich es mal so lasse, wie es im Buch steht. Also das war 85, 125. Also das Tail macht einen guten Eindruck. Auch keine Strömungsabrisse mehr und kein mehr zu hören. Also Maximalausschläge an den Heckrotorblättern geht nicht mehr. Und wie gesagt, bei 50, das sind die Bilderbucheinstellungen. Ansonsten, wenn ich hier Reset drücke, zeigt er mir 65, 85 an. Gut, das ist jetzt Pitch hier. Ich versuche es jetzt morgen mal hier mit 50, 50 für 14. Wenn es dann immer, wenn der immer noch zu viel zuckelt, dann heißt es ja eigentlich zufälliges Zucken, heißt ja eigentlich, der P-Wert ist dann immer noch zu hoch. Also versuche ich morgen nochmal die Bilderbuch-Handbucheinstellungen, damit sich dann die Helikopterprofis in Read the fucking manual. Mich dann in Ruhe lassen. No. Genau, also das sind die Werte, die ich morgen mal durchteste. Den Proportional, vielleicht muss ich den sogar noch eher runtersetzen, damit er dann ruhiger wird. Ich habe es nicht geschafft, heute den Helikopter mal abheben zu lassen. Agility, da wird mir hier 80 angezeigt. Schaffe ich nie. Also mit Stability Off 80 Agility geht gar nicht. Schaffe ich nicht. Ist viel zu aggressiv. Gehe ich nie hin. Obwohl ich hier schon Grad pro Sekunde auf 100 gestellt habe. Ne? Das steht eigentlich hier auf 300, da komme ich, das ist ein Vollakrobatik-Helikopter, komme ich nie hin. Komme ich noch nicht mal zum Abheben. Also, das war immer noch kein Erfolgserlebnis. Wie gesagt, Avian 120 Firmware Update draufgeladen auf Version 4.0.0.6 ist jetzt die aktuelle Version.
den Throttle Stick neu eingelernt mit einer diagonalen Throttle Curve, Vollausschlag eingelernt, ne? Also, aber hier der, no, no. Der sanfte Motorstart. Timer start. Der Timer läuft stop. Noch immer nicht. Hold. Der Very Smooth Motorstart. Also die Zahnräder kann ich immer noch nicht schonen. Das geht auch noch nicht. Also es ist. Ja. So ein bisschen russisch-chinesisches Konstrukt, ne? Es fliegt nicht. Boah, hier wird gerade kalt. Also mit dem Flight Controller jetzt wieder ausbauen. Ich weiß, wüsste jetzt noch nicht mal, welchen Flight Controller ich da jetzt einbauen sollte. Microbeast. Wieder alles zerlegen. Macht das Spaß. Damit dann Flight Controlling Made in Germany da drin ist. Weil es die Amerikaner nicht schaffen mit den Chinesen. Und die Deutschen haben ja eigentlich schon mitgearbeitet bei Spektrum, ne? Die Ingenieure. Die haben ja schon zusammen Empfänger, Flight Controller entworfen für Helikopter. Meerblatt. Mit Meerblattfunktion. Gibt's aber nicht mehr. Ja. Komisch, ne? Schon diese Global Economy heutzutage ist schon komisch geworden.